Adele, wer kennt sie nicht? Viele kennen sie. Sie hat abgenommen, kritisch oder eher positiv zu beurteilen. Wir schauen uns das heute zusammen an. Mein Name ist Dr. Rolf Bartsch, plastischer Chirurg aus Wien, und wir schauen uns heute Adele an. Wir schauen uns Adele an, ist nicht ganz richtig, sondern wir schauen uns heute das Gesicht von ihr an. Wir wollen gar nicht den Körper beurteilen, sondern wir schauen uns ihr Gesicht an. Und wichtig ist, dass auch dieses Video nicht ein Urteil ist, sondern eine persönliche Meinung und vor allem eher ein bisschen eine Erklärung dazu, was im Gesicht positiv oder sich negativ verändern kann. Wenn wir dicker sind, dann schauen wir besser aus, wenn wir älter sind. Es gab eine interessante Studie über Zwillinge. Und zwar hat ein plastischer Chirurg auf dem jährlichen Treffen der Zwillinge in Amerika, wo sich über 5000 Zwillinge treffen, Untersuchungen gemacht. Und der hat gezeigt, dass der dicke Zwilling ab dem 50. Lebensjahr meistens besser ausschaut als der dünne Zwilling. Ist auch logisch, weil es gibt auch im Volksmund den Spruch quasi Bobsch oder Gesicht. Also entweder hat man quasi ein schmales Gesicht, aber dann ist der Körper oft auch ein bisschen ausgezehrt. Oder man hat ein bisschen einen Speck drauf und dadurch schaut das Gesicht auch gesünder aus. Oder ist was Gescheites, wo die Oma immer so in die Wange gezwickt hat, wenn man ein bisschen was gegessen hat, schaut man gut aus. Also was der herausgefunden hat, war Folgendes, dass im Alter der Zwilling, der jetzt nicht unbedingt übergewichtig ist, aber der etwas mehr wohlgenährt ist, besser ausschaut, weil einfach die Gesichtskonturen und so weiter besser ausgeschaut haben. Und das ist auch leicht zu erklären. Wenn wir älter werden, dann nimmt ja quasi das Fettgewebe und das Knochengewebe ab, oft schon erklärt. Das heißt, der Knochen implodiert, es kommt zur Resorption von Knochen, es kommt zu einem Untergang von Fettgewebe und deswegen wird alles weniger, rutscht nach unten, wir kriegen die ganzen Falten. Das heißt, mehr Gewicht kann im Prinzip ganz gut ausschauen. Adele hatte vielleicht ein bisschen mehr Gewicht und wir müssen da aufpassen, wie wir da urteilen. Ist jetzt quasi, was ist normal oder nicht normal? Ich glaube, das liegt im Auge jedes Betrachters. Aber es gibt halt quasi gewisse Kriterien, den sogenannten BMI, ist übrigens ein sehr schwaches Maß, das man hier hat. Der BMI ist ja die Berechnung Verhältnis Gewicht zu Körperoberfläche, die bei einem Bodybuilder und bei jemandem, der übergewichtig ist, gleich sein kann. Aber es ist halt ein Versuch zu zeigen, quasi, was ist so unter Anführungszeichen normal. Und wenn der BMI so bei 25, 26 ist, sagt man, das ist normal. Ich finde, dass das schon relativ dünn ist. Adele hatte quasi, wenn wir das Vorherbild anschauen, sicherlich deutlich über 30 BMI. Ist jetzt das, da geht es jetzt nicht darum, ob es schön oder schier ist, sondern wenn ich wirklich starkes Übergewicht habe, dann gibt es einfach viele medizinische Probleme, die vom Bewegungsapparat abhängen. Das heißt, der ganze knöcherne Bewegungsapparat und Knorpelapparat leidet mehr darunter, wenn er mehr Gewicht tragen muss. Dickere Menschen oder übergewichtige Menschen können auch ein Problem im Herz-Kreislauf-System haben, ist aber das Rauchen mindestens noch tausendmal schlechter, als ein bisschen mehr Gewicht zu haben. Also wir sollten da nicht urteilen, aber ich möchte das Gesicht analysieren, weil was ich ja interessant fand auch ist, dass gerade in sozialen Medien und so weiter bei Adele das quasi auch in die andere Richtung gegangen ist und man so gesagt hat, naja, jetzt ist sie den nächsten Schönheitstrend, die sie verfallen, warum nimmt sie jetzt eigentlich ab? Was sich beim Gesicht geändert hat, ist aber nicht unspannend eigentlich. Und wenn wir genau hinschauen, ich musste auch zwei, dreimal hinschauen, ist natürlich nicht nur weniger Volumen da, sondern da ist auch ein bisschen herumgeschnitzt worden. Das Nachherbild ist relativ schwierig zu beurteilen, weil sie hat mega viel Schminke drauf. Sie ist quasi, hat, das dauert sicherlich eine Stunde, um die ganze Pappe aufzutragen. Und bei dem Vorherbild quasi es verdecken die Stirnfransen im Prinzip ihr halbes Gesicht. Aber was wir sehen können, ist, dass ihr Gesicht im Prinzip schmäler ist und durch das Schminken die V-Form noch mehr betont wurde. Das heißt, es gibt verschiedene Gesichtsformen, rund, oval, quadratisch, wie wir sie bei anderen, beim Zac Efron auch vor kurzem in einem Video zum Beispiel gezeigt haben. Also sie hat vorher ein rundliches Gesicht und hat jetzt quasi ein ovales Gesicht, das heißt länglich. Und wenn das Gesicht rund ist, erscheint man dicker, wenn das Gesicht ovaler ist, erscheint es dünner. Und das Lustige ist, dass man bei einem Gesicht, ohne abzunehmen, das Gesicht oval machen kann, indem man zum Beispiel das Jochbein oder diesen Bereich hier unterspritzt. Das heißt, indem ich einfach Weite im Gesicht mache, kann ich das Gesicht oval erscheinen lassen. Aber bei ihr ist es sicherlich so, dass sie Gewicht verloren hat. Aber es sind noch ein paar andere Dinge passiert oder mir sind zwei Dinge im Speziellen aufgefallen und das sind die Lippen und die Nase. Die Nase, die Nasenspitze schaut deutlich schmäler aus als vorher. Und die Nasenspitze wird im Prinzip durch drei Knorpel erzeugt. Das wären quasi das Nasenseptum und dann die zwei Flügelknorpel. Sind noch hinten die Dreiecksknorpel, aber die Nasenspitze vorne sind die Flügelknorpel und die sind weniger geworden und die kann man sich nicht weghungern, sondern die müssen weggeschnitten werden. Und deswegen ist die Nase sicherlich operiert, auch die Nasenspitze leicht rotiert, das heißt, man schaut ein bisschen mehr
in die Nase rein. Also das ist ein klassisches Zeichen für die Operation. Und die Lippen sind relativ groß. Kann man jetzt diskutieren, könnt ihr unten dann eine Wertung abgeben, Daumen rauf oder Daumen runter für die Lippe, wer findet sie gut, wer findet sie schlecht. Sie ist okay, weil das Verhältnis eben, wie gesagt, 1 zu 1,6 ist noch da, aber sie ist schon relativ groß und dann ist sie halt mega geschwingt. Es sind diese ganzen Vektoren im Bereich der Augen, im Bereich des Jochbeins sind zusätzlich noch geschminkt. Mich würde interessieren, und wir kommen zu diesen Fotos nicht, wie hat Adele um 7.30 Uhr in der Früh damals ausgeschaut und wie schaut sie um 7.30 Uhr in der Früh heute aus, weil wir wissen alle, dass wenn wir gerade aus dem Bett rausklettern, immer anders ausschauen, wie wenn ein Make-up-Artist quasi eine Stunde auf uns gesessen ist. Also schwierig zu beurteilen, aber was wir in dem Video eben zeigen wollten, ist quasi, dass die Form des Gesichts uns schon ein bisschen aussagt oder scheinbar vorspielt, wie das vielleicht darunter ausschaut. Und das rundliche Gesicht, obwohl der Körper gar nicht so ausschauen muss, deutet hin, dass der Patient ein bisschen, dass der Mensch ein bisschen mehr Gewicht hat. Das ovale Gesicht lässt uns eben schlanker erscheinen. Und dann sehen wir eben auch noch im letzten Bildausschnitt, der Übergang zwischen Hals und Kinn ist ein ganz wichtiger. Das heißt, wenn ich eben dieses Texas Face oder die Jawline unterspritze und eine schärfere Kante zwischen Unterkiefer und Hals mache, dann kann ich auch im Prinzip schlanker ausschauen. Und auch dieser Unterschied bei ihr, wenn so wie bei einer Büste, also wie wenn das Kopferl auf den Hals bei einer Büste draufgesetzt wurde, erscheint, lässt sie auch wieder ein bisschen schlanker erscheinen. Ich hoffe, Adele nimmt vielleicht wieder mal 5 Kilo zu, weil sie ist, glaube ich, jetzt relativ dünn. Abnehmen soll sie auf jeden Fall nicht. Ob das gut oder schlecht war, dass sie abgenommen hat, das überlasse ich euch in den Kommentaren, euch auszutoben dazu. Ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen und ich freue mich, wenn wir uns bei einem der nächsten Videos wiedersehen. Und in diesem Sinne, alles Gute, ciao und baba.